Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen, ja, das Halloween-Special, muss ich gerade mal gucken, Sonnenstrahl in der Finsternis. Wir hatten im vorigen Szenario die Transsilvania beschützt, die kommt dadurch und dann müssen wir die drei Türme beschäftigen, weil da gibt es eine Art Blase und die drei Türme verhindern, dass die Blase sich weiter ausbreitet. Und wir sehen hier das Stufe 8 Schiff, die Magnu S. Und ich glaube, Captain war der Herr von Volta. Gefechtsstation. Oder Tesla? Tesla war es, glaube ich. Entschuldigung, Tesla. Der Nachteil an diesem Schlachtschiff, die Reichweite. 8 Kilometer. Das ist nicht viel. Dafür haben wir Torpedos, Sekundärbatterie und wie gesagt, die Transsilvania da hinten. Die müssen wir jetzt beschützen. Die Begleitschiffe sind uns erstmal Wurst. Aber der Rest muss überleben. Zusätzlich haben wir auch auf Y jetzt ein Schutzschild. Der hilft uns aber, glaube ich, nur gegen Beschuss. Muss ich mal gleich gucken. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Und wir sind noch nicht in der Reichweite. Dann kriegen wir mal einen Schluck Kaff. Oben sehen wir jetzt auch die drei Energie ja, Lebensbalken der unserer Portale. Also Portale hier, die Türmchen, die das versuchen zu schließen. So, jetzt sollte es aber mal gehen hier. Der war schon weg. Und dieser Nebel, der da immer kommt, der wird immer größer und ja, bis wir quasi da Schaden nehmen. Ich sehe gerade gar nicht, wo das Schiff anfängt und aufhört. Torpedoreichweite war 6. Ich drehe schon mal ein bisschen. Wenn jetzt der Kollege nicht vor mir gewesen wäre, dann hätte ich da jetzt Torpedos reingeballert. Zerstörer versenkt. So, das war doch schon mal schön. Ich hoffe, die Transsilvania gibt Gas. Ach ja, zwei Türme müssen überleben und eliminieren sie alle, ja, 20 Gegner. Versuch es. So, da kommt schon langsam näher. Wir drehen jetzt hier mal und ich habe Angst, dass wir langsam in den Nebel da zu nahe kommen. Das Schutzschild hält nicht lange. Den wir haben. Sehr so ein kurzes Gimmick. Ja. Und ich versuche jetzt hier zwischendurch zu fahren. Ich hoffe, das klappt noch. Das wird knapp. Ein bisschen Schaden halten wir ja aus. Wir haben 69.000 HP. Das sollte ja klappen. Da jetzt haben wir, wie gesagt, es kommt die Reich. Oh, die spawnt gleich hier. Weil das ja gleiche Geschichte ist. Torpedos auf Backbord. Ja, die spawnen einfach in dem grünen Bereich. Das habe ich so noch nicht gesehen. Hätte man sich aber denken können, da kommt gleich der nächste. Ah, und da brennen wir schon wieder. Aber der kriegt noch keine Torpedos, schade.
gleich die nächsten hier. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Ah, die Transsilvania repariert uns gerade. Wir sind ja mit im Kreis der Transsilvania. Das ist nicht schlecht, aber ich soll lieber mal ein bisschen Gas geben. Was machst du hier? Achso, du bist einer von uns. Ah, da komme ich nicht ran. Was, die Transsilvania? Das ist doof. Wir müssen doch die Kanonen drehen. Scheiße, wir müssen die Kanonen drehen. Schade. Ah, jetzt kriegen wir es hier von zwei Seiten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt zuerst schießen soll. So, jetzt auf den da. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Ah, schade. Nächster Versuch. Oh, der Flugzeugträger. Dann bleibst du auch da so weit hinten. Ein Turm dürfen wir verlieren. Wir müssen uns ja beim zweiten quasi sammeln, finde ich. So, das ist endlich Geschichte hoffentlich. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Also irgendwas haben wir getroffen, das war ja schon mal nicht verkehrt. Ein Zerstörer aus unserem Team ist im Arsch. Und ich weiß nicht, wo die Transsilvania hin will, aber wir müssen jetzt ein bisschen gegengehen. Da haben wir eine Rasputin, die ist ja gleich weg. Da haben wir auch noch einen. Was? Müssen wir es mit da drauf. Feuer, Feuer, Feuer! Das Ziel. Versenkt. Jetzt machen wir mal Schutzschild. Die hilft nicht lang. Kanonen wechseln. Und der erste Turm ist noch heiler, aber der wird nicht mehr lange heiler sein. Da kracht er zusammen. Den Flugzeugträger verloren. Wie zu erwarten, er war einfach zu nah dran. So, wer repariert da? Der andere? Oh, warte mal, ist das vielleicht Y doch nicht Schutzschild, sondern Reparatur oder sowas? Upsi, upsi.
Ich müsste jetzt auf eine Taste drücken, aber das kann ich nicht, dann beende ich die Aufnahme. Aber es kann doch sein, weil er hat dasselbe Schiff wie ich. Oh, wir haben sie zurückgedrängt. Verbannen Sie großer Gorgon. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist das Schiff da hinten. Ah, schade. Da hätte man einen Flugzeugträger für gebraucht. Also der Flugzeugträger wäre echt super gewesen. Aber lief nicht schlecht. Lief nicht schlecht. Wie gesagt, den großer Gorgon. Der erinnert mich an Stranger Things. Da gab es auch einen Gorgon, oder? In der Staffel 1. Haben sie auch das Monster erstmal so genannt, oder? Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, wir haben es geschafft, aber nur 4 Sterne leider. Nicht 5. Ich werde es noch ein paar Mal spielen. Mal die anderen Schiffe testen. Aber das Schiff gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ob es Y jetzt ein Schutzschild war oder doch Heilung, das weiß ich nicht. Das gucke ich nochmal nach und schreibe es dann nochmal ins Infofeld. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.